Das Lokalderby wird Ihnen präsentiert von D&S Reifenshop im Klei 18 in Goslar-Järstedt. Herzlich willkommen bei TSK VTV. Heute mit dem Spiel SV MXport Langezeim gegen TSKV Goslar. Und hier die Aufstellung des TSKV. Dem aufmerksamen Zuhörer und Zuschauer wird auffallen, dass der Trainer Hakan Altin einige Veränderungen in der Abwehr vornehmen musste. Da Kai Lüttke ausgefallen ist, grippekrank, rückte Christian Funk in die Innenverteidigung und Benjamin Kanlil in die Außenverteidigung. Wir gehen auch ins Spiel. Dritte Minute, erste Freistoßchance für MXpor. Pierholzberg pariert. Fünfte Minute, der erste Angriff des TSKV. Sehr schön gespielt von Jerome Wegner auf Turhan Gül. Wird vom Torwart zur Ecke abgewehrt. Die Ecke brachte nichts ein. Wir gehen in die zehnte Minute. Freistoß durch Timo Geldmacher. Landet bei Turhan Gül und der erzielt in der zehnten Minute den Treffer zum 1:0. Eine frühe Führung für den TSKV war das Ziel des Trainers Hakan Altin. Das hat seine Mannschaft auf jeden Fall gut umgesetzt. Es ist Turis sechstes Tor insgesamt, sein zweites in der Nordharzliga. Zwei hat er im Pokal gemacht und zwei in der zweiten Mannschaft. 13. Minute, wieder Freistoß, Timo Geldmacher. Wird hier aber abgefangen. Murat. 15. Minute, Freistoß auf der anderen Seite für MXpor. Und auch hier ganz sicher Pierre Holzberg, der diesen Freistoß abfängt. Der nächste Angriff läuft. Dennis Akbay schließt hier etwas zu früh ab. Hätte sicherlich noch ein paar Meter gehen müssen. 21. Minute, wieder Freistoß. Timo Geldmacher, die brachten immer Gefahr. Und im zweiten Versuch Murat Öztürk mit dem Treffer zum 2:0 für den TSKV Goslar. Ah, da lässt er sich zu Recht von den mitgereisten Zuschauern und Fans des TSKV feiern. Es ist Murats vierter Saisontreffer, zwei in der Nordharzliga und ebenfalls zwei im Pokal. Wir gehen in die 22. Minute, wieder ein Freistoß für MXpor. Ferdi Yüksel verlängert hier, sehr geschickt, aber Benjamin Kandil kann den Ball deutlich vor der Linie retten. Wieder Ecke, Timo Geldmacher. Unsicherheit beim Langelsheimer Schlussmann und Dennis Akbay mit einem Abschluss, der allerdings am Tor vorbeigeht. Wir gehen in die zweite Hälfte. Wieder Timo Geldmacher bei einem Freistoß. Und Dennis Akbay verfehlt mit seinem Kopfball das Tor. Hey. 55. Minute. Angriff MXpor Langezeim. Sehr schön durchgesteckt. Ferdi Yüksel 1:1 gegen den Torwart Pierre Holzberg. Aber der pariert und wehrt den Ball zur Ecke ab. 59. Minute, wieder Timo Geldmacher beim Freistoß. Wieder wird es gefährlich, aber auch der Langezeimer Schlussmann wurde jetzt immer sicherer. Wieder Timo Geldmacher, der sehr, sehr gutes Spiel machte, sehr viel Druck machte. Komm was! Abzug, Abzug, Abzug! Und Dennis Akbay mit diesem Abschluss ein bisschen überhastet über das Gehäuse. Halli, egal, Dennis, weiter, Junge. Das war auch seine letzte Aktion in diesem Spiel. Wurde danach in der 68. ausgewechselt. Für ihn kam Halit Bayram. Hier klärt Fisnik Yashari im eigenen Strafraum und Pierre Holzberg sicher.
74. Minute. Strafstoß für MXPor Langelsheim, nachdem Bünjamin Kanil gefault hatte. Ferdi Yüksel tritt an und scheitert an Pierre Holzberg. Holzberg! 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 Noch einmal in der Wiederholung. Ferdi Yüksel und die Elfmeter in dieser Saison, das ist ein Kapitel für sich. Holzberg! 76. Minute, Freistoß, diesmal getreten von Turhan Gür. Schöne Situation. Fisnik Yashari läuft durch, kriegt den Ball aber leider nicht. Und jetzt 78. Kommt Minute, der nächste Wechsel. Ender Özvar kommt für Turi Gül. Und hier ein wunderschön ausgeführter, vorgetragener Freistoß von MXPor Langelsheim. Und Mesut Dömusch erzielt den Anschlusstreffer. Danach wurde das Spiel etwas hektischer. Es ging in die Schlussphase. Wir sind in der 84. Minute. Jerome Wegener und Halid Bayram mit einer Riesenchance, die Vorentscheidung einzuläuten. 90. Minute. Alp Akbay mit einem Kopfballversuch. Wir sind in der Nachspielzeit. 94. Minute. MXPor drückt noch einmal. Kann aber nicht mehr ausgleichen. Es blieb beim 1:2. 3 Punkte für den TSKV. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen.